Mein Name ist Dirk Dresselhaus. Mein Spitzname ist Schneider. Manche Leute nennen mich so. Und ich wohne in Berlin und bin Musiker und komme ursprünglich aus Bielefeld. Ja, und bin 50 Jahre alt. Also ich kann mit Musik Dinge, andere Dinge beschreiben oder ausdrücken, die ich mit Sprache zum Beispiel oder anderen Tätigkeiten nicht ausdrücken kann. Und es ist natürlich auch eine Form von Selbsttherapie wahrscheinlich, ja. Also ohne Musik würde ich wahrscheinlich, könnte ich gar nicht leben, weil ich dann große Verbrechen begehen würde wahrscheinlich. Banküberfälle, Mord. Nein, natürlich nicht, aber nee, es ist schon, es ist ein wichtiger Kanal für vieles. Also ich habe mit 7 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen und Akustikgitarre und habe die Platten meiner Eltern entdeckt, zum Beispiel von den Beatles oder von Elvis oder von Fats Domino oder von, naja, so Rock'n'Roll-Sachen und habe sofort gemerkt, so, ja, da geht was, ja. Und da ich in einem, jetzt wird es persönlich, relativ dissonanten Haushalt aufgewachsen bin mit relativ viel Streit, war das für mich schon ganz früh ein Kanal oder ein Zufluchts- oder ein Sehnsuchtsort, überhaupt sowas zu machen, was unglaubliche Kraft hat oder haben kann. Meine Neuigkeiten sind vielleicht, dass ich ein Album fertig produziert habe, was ich genau genommen im Dezember 2007 angefangen habe aufzunehmen, was jetzt endlich fertig geworden ist, nach ein paar Jahren. Und also die größte Neuigkeit ist, dass dieses Langzeitprojekt fertig geworden ist, vor einiger Zeit. Ja. 2020 war ein sehr interessantes Jahr bisher, weil eigentlich hat es für mich persönlich erstmal überhaupt keinen großen Unterschied gemacht, diese ganze Corona-Pandemie und der Lockdown oder die Maßnahmen gegen den Virus. Außer, dass mir zum Beispiel eine USA-Tour abgesagt wurde und viele andere Konzerte. Dafür hatte ich aber mehr Zeit im Studio an diesem besagten Album zu arbeiten. Eigentlich war es gar nicht so ein schlechtes Jahr, muss ich sagen. Genug zu tun im Prinzip. Ein interessantes Jahr, das der Anfang wahrscheinlich eines großen Wendepunkts für die Menschheit sein wird, könnte ich mir vorstellen. Ja. In einem Wort, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, jetzt. Das Wort ist jetzt, weil es gibt nichts anderes als jetzt. Vergangenheit und Zukunft ist auch immer jetzt. Alles findet jetzt statt, glaube ich. Ich glaube, Zeit ist nicht linear. Zeit ist immer nur jetzt. Was linear scheint, ist die Veränderung von Materie innerhalb dieses Jetzt. Und daran machen wir Zeit fest, weil wir nämlich älter werden und Bäume größer oder höher und kleine Pflanzen werden groß, große Pflanzen sterben. Aber das ist nicht die Zeit, das ist, sind physische Zustände, glaube ich. Ja. Meinem jungen Ich würde ich sagen,
weniger Angst, konzentrier dich auf das Wesentliche, alles ist möglich, folge deinem Spirit, folge deinem Traum, halte dich nicht zu lang mit Leuten auf, die dich davon zurückhalten. Such dir die richtigen Leute, mit denen du deine Träume verwirklichen kannst. Und versuch alles etwas schneller zu machen. Generell, ja. Und never give up, genau. Und zweifel keine Sekunde. An dem Wissen, dass du kein normales Leben leben kannst, wie andere normale Leute, die irgendwie die Berufe haben, nur um damit Geld zu verdienen, zum Beispiel. Das steht überhaupt nicht in Frage, so. Folge deinem Instinkt und zwar schneller und intensiver, das würde ich meinem jungen Ich sagen. Verschwende keine Sekunde, weil ich habe zu viel Zeit verschwendet. Ja.